und er spielt mit. Ding hat sich angeschlossen. Wunderbar. Und direkt die vierte Seite. Neuen Verteidiger. Wunderbar. So. Machen wir doch weiter. Na, komm. Ach, guck mal. Ist das nicht... Sie? Was ist denn hier los? Celia, was? Psst, hör mal hin. Hier kommt er, mein super genialer Ultra-Hyper-Wunderschuss. Ah, noch ein Versuch. Ist das nicht Bayern? Er ist schon eine ganze Weile hier und er hat diese Serie bestimmt schon 100 Mal versucht. Noch ein Versuch. Jetzt klappt es aber. Er ist so schlecht. Es wirkt nicht so, als hätte er jemand vorher schon mal Fußball gespielt. Oh, ihr seid es. Seid ihr hier, um mich auf den Arm zu nehmen? Warum bist du immer so abweisend? Wir sind doch gar nicht hier, um uns über dich lustig zu machen. Beruhigt euch, ihr beiden Bayern. Warum bist du eigentlich hier draußen zum Trainieren? Na, auf dem Fußballplatz lassen sie mich ja nicht trainieren. Was? Ich verstehe, daher bist du hier draußen und trainierst ganz alleine. Du musst wirklich Fußball leben. Das geht euch überhaupt nichts, gar nichts an. Macht euch vom Acker, ihr seid nervig. Warte doch mal. Du bist viel zu nah am Ball. Nimm etwas mehr Anlauf. Halt die Klappe, ich weiß, was ich tue. Bei der ganzen heißen Luft, die du ablässt, kann ich mich ja unmöglich konzentrieren. Boah, sehr gemein. Warum kriege ich diese Technik nicht hin? Oh, ich kann das nicht einfach fassen. So wird das nie funktionieren. Sieh nur, wie schnell er sich bewegt. Captain. Hast du nicht gesagt, dass er diese Technik 100 Mal probiert hat? Ernsthaft? Er ist nämlich überhaupt nicht außer Atem. Stimmt, aber jetzt, da du das sagst, fällt mir auf, dass er auch die ganze Zeit nie langsamer geworden ist. Aha. Wow, gleich nochmal. Mit mehr Gefühl. Ich denke, er hat vielleicht noch ein paar nützliche Fähigkeiten. Bayern? Was willst du jetzt schon wieder? Komm doch mal bitte mal mit mir zum Captain Kick. Wir müssen ihm zeigen, was du drauf hast. Was glaubst du da? Ich glaube, dein Team hat noch gar nicht bemerkt, wo deine wahren Stärken liegen. Wenn sie dich mal in Aktion erleben, lassen sie sich bestimmt Fußball spielen. Hast du denn einen Sprung in der Schüssel? Die würden mich niemals mitspielen lassen. Ich verstehe. Du hast Angst. Dafür musst du dich nicht schämen. Was? Das ist doch nicht wahr. Ich habe höchstens Angst, dass ich sie mit meinen genialen Techniken zu Tode erschrecke. Tut mir leid, ich musste jetzt lachen. Aha, also zeigst du es ihnen jetzt? Keine Sorgen, Mark und ich und der Rest von uns werden dabei sein und dich anfeuern. Werden wir? Auf geht's. Tut mir leid, Mark. Wenn sich etwas im Kopf gesetzt hat, dann ist sie nicht mehr zu bremsen. Schon in Ordnung. Ich glaube, das hat sie von dir. Findest du? Beeilt euch, ihr zwei. Zeige Crane Scott's Training. Und wie? Ganz einfach, indem man über das Feld hier läuft und hier stehen bleibt. Und
ihm das zeigst. Ach so. Ah ja, genau. Wie viel Geld habe ich dann? Wo haben wir ihn denn? Wallside. Wo bist denn du? Da, Arisite. Mondsalto. Kannst du. Ein von denen. Tori geben. Zwar das. 600. Geht in Ordnung. So. Ich denke mal, ich muss jetzt mit ihr sprechen, ne? Genau. Hast du schon deinen Geist befreit, Mark? Oh, hallo, Bayern. Captain Kick, würde es dir etwas ausmachen, Scott beim Training üben zuzuschauen? Scott beim Üben? Ja, ich will, dass du. Weißt du, die Dude schon? Komisch. Ja, ich will, dass du dir ein Bild von seiner Fähigkeiten machst. Er kann eine Technik 100-mal am Stück üben, ohne außer Atem zu kommen. Ist das nicht unglaublich? Tatsächlich? Bayern, hast du unseren Gästen schon wieder einen Streich gespielt? Was? Ich lasse dich jetzt auf keinen Fall auf den Rasen, nicht einmal zum Üben. Jetzt tu, was man dir sagt und setz deinen Putzdienst fort. Meinst du nicht, dass du etwas zu hart zu ihm bist? Seht ihr, ich hab doch gesagt, ihr lasst mich niemals mitspielen. Scott, warte! Captain Kick, warum so starkköpfig? Scott, wo geht's denn hin? Zurück zum Üben? Was meinst du denn? Wo ich hingehe, werde ich es ihnen heimzahlen. Tag für Tag lassen sie mich von morgens bis abends immer nur diesen ihr dämlichen Putzdienst verrichten. Ich werde ihnen zeigen, was passiert, wenn sie mir so auf die Nase rumtanzen. Mal sehen, wie werde ich es ihnen diesmal heimzahlen. Was für eine Falle werde ich legen? Werd erwachsen, Scott. Meinst du, dass so ein Verhalten dazu führen wird, dass sie dich auf den Fußballplatz lassen? Kein Wunder, dass sie dich nicht spielen lassen. Halt die Klappe! Wer hat denn dich überhaupt gefragt? Ich habe mir schon vor langer Zeit geschworen, dass ich mir nichts gefallen lassen werde. Glaubst du echt, deine kleinen Streiche seien eine Lösung für dieses Problem? Da musst du noch einfach drüber stehen. Wenn du etwas beweisen willst, dann zeig einfach, was du wirklich drauf hast und gehörst doch schließlich zum Fußballteam. Gib dir einen Rucksack, übe mit uns. Wenn du noch besser wirst, kannst du es den anderen wirklich zeigen. Ich helfe dir. Du, ich habe keinen Grund, mich mit dir abgeben zu wollen. Ah, ich verstehe. Du hast einfach Angst davor, es überhaupt zu versuchen. Nein, das stimmt nicht. Ich tue es. Ich werde es ihnen beweisen. Ich werde es allen beweisen. Na also, Scott, dann lass uns anfangen. Ich will ehrlich zu dir sein. Du kannst überhaupt nicht gut schießen. Als Stürmer wärst du nicht zu gebrauchen. Aber deine Fähigkeiten würden es dir erlauben, ein hervorragender Verteidiger zu werden. Hey, wer ist es dir überhaupt, über mich zu urteilen? Ah, sehr nein. Jetzt liegt Celia aber so richtig los, nicht wahr, Sharp? Schon früher im Waisenhaus wurde sie von den anderen Kindern oft gecancelt und niemand wollte mit ihr spielen. Ich habe mich damals um sie gekümmert. Sie sieht wohl in Scott einen alten Teil von sich selbst. Deshalb will sie ihm helfen. Aber Scott wird doch gar nicht von allen geärgert, oder, Captain Kick?
Die Schulen putzen, der Fußballplatz aufräumen, das ist Teil eines Trainings, oder? Das ist dir also auch aufgefallen? Ich habe es mir schon gedacht, als ich Scott über das Herumrennen sah. Du bist ein guter Beobachter. Alles, was ich Scott aufgetragen habe, ist eigentlich ein grundlegendes Fußballtraining. Ich bin mir natürlich voll und ganz über das Ausmaß seiner Fähigkeiten bewusst. Einmal habe ich ihm auch erlaubt, mit uns zusammen zu trainieren, aber... Sein Temperament kommt ihm ständig in die Quere. Er gerät mit der kleinsten Sache außer Fassung. Nicht wahr, älterer Bruder? Ja, jüngere Bruder. Einmal kam zum Beispiel ein Pass von mir nicht genau genug bei ihm an. Es war ein Versehen. Scott wurde sehr wütend und beschleunigt. Beschuldigte mich mit der Absicht, schlechter zu stehen zu lassen. Er kann sich nicht kontrollieren. Genau deswegen dachte ich mir, dass ein Einzeltraining ihn und die nötige Disziplin lehren würde. Aber er denkt, dass er schlecht behandelt wird. Er hat Probleme damit, anderen zu vertrauen, oder? Naja. Nach dem, was seine Mutter ihm angetan hat, ist das auch verständlich. Was ist denn passiert? Es ist jetzt wohl schon über 10 Jahre her. Marian war noch sehr klein und musste die meiste Zeit wegen weit weg von seiner Mutter leben. Eines Tages kam sie zurück zu ihm. Als sie endlich bei ihm war, muss er... sehr glücklich gewesen sein, aber sie verließ ihn am Bahnhof und verschwand für immer. Die Nachtwärter am Bahnhof wollten ihn schließlich wegbringen, aber er ließ es nicht zu. Er wartete immer weiter auf sie. Seit er hierher zur Closer kam, konnte er niemandem vertrauen. Er fürchtet, dass sein Herz noch einmal gebrochen wird. Das ist also Scotts Geschichte. Ja. Mein Gott. Moment, ich muss mal was trinken. Geht schon auf die Stimmbänder. Ich glaube, bei meiner zweiten Aufnahme bin ich schon fast heiser. Wir haben leider so viele Kinder wie Scott hier bei uns in der Schule. Andere Trainer von Körper und Geist bereiten auf das spätere Leben vor. Es ist nicht so, älterer Bruder? Ja, junger Bruder, aber Bayern ist noch zu unreif. Es ist nicht bereit, mit uns auf den Rasen zu treten. Und damit wisst ihr jetzt über die ganze Situation Bescheid. Ich hoffe, ihr versteht, warum wir Scott so behandeln. Ich verstehe, warum ihr so handelt, aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Mark. Er ist so begeistert von Fußball, aber wenn er immer nur die Schule putzen muss, wie wird seine Begeisterung bald verschwinden? Vielleicht lernt er ja so die Grundlagen, ohne es zu wissen, aber er ist nicht mit ganzem Herzen dabei. Das ist nicht der Fußball, den ich liebe. Der Fußball, den du liebst? Bitte, gebt ihm noch eine Chance. Ich werde ihm erklären, dass er sein Temperament in Zukunft zügeln muss. Was bist du doch für ein ungewöhnlicher Mensch, Mark. Was veranlasst dich dazu, dich so für jemanden einzusetzen, den du gerade erst kennengelernt hast? Ich weiß, wie schwer es für jemanden ist, der mehr als alles andere einfach nur Fußball spielen will, aber nicht darf. Du meinst Steve und die anderen? Einverstanden. Ich nehme deinen Vorschlag an, aber nur unter einer Bedingung. Die da wäre? Die Bewohner von Coyote haben uns darum gebeten, einen verdächtigen Typen für sie zu finden, um zu stellen. Einen verdächtigen Typen? Ich glaube, ich weiß wer. Ja, die Leute in der Stadt machen sich wegen
diesen Burschen schon länger Sorgen. Wir haben eine Menge Beschwerden über ihn gehört. Ich möchte, dass ihr ihn fangt und Ruhe in Frieden wiederherstellt. Er ist sehr schnell. Nicht einmal die Polizei war in der Lage, ihn zu fangen. Nicht wahr, älterer Bruder? Richtig, jüngerer Bruder. Wir würden uns ja selbst darum kümmern, aber wir müssen uns bald der Elsäcklinge stellen. Was meinst du? Könnt ihr diesen Burschen für uns finden? Ich verspreche, dass Boyen sich danach auf dem Fußballplatz beweisen darf. In Ordnung, wir finden diesen Störenfried und danach hältst du auch dein Versprechen. Ja, Moment. Er ist wahrscheinlich ein bewegenswerter junger Mann. Was? einen Bekloppten finden, der Kyoto in Aufruhr versetzt? So viele Charaktere, das ist echt schlimm. Warum müssen wir uns mit so etwas herumhängen? Nur wegen diesen kleinen Rabauken? Der Geschmack von diesen scharfen Reiswürchen klebt mir immer noch auf der Zunge. Nie wieder scharfes Essen. Also, ich verstehe schon, warum du Scott eine Möglichkeit geben willst, richtigen Fußball zu spielen. Ja, aber morgen kommt schon Epsilon. Haben wir da überhaupt Zeit für solch so eine sinnlose Schnitzeljagd? Wir sollten lieber eine letzte Trainingseinheit einlegen, solange wir noch Zeit dafür haben. Wieso machst du dir denn so viele Sorgen, Mason? Sorgen? Ich versuche doch nur, die Dinge realistisch zu sehen. Mason, immer mit der Ruhe. Gut, ich gebe euch die Erlaubnis, diesen geheimnisvollen Kerl zu suchen. Ich gebe euch Zeit bis heute Abend. Wenn ihr ihn bis dahin nicht gefunden habt, habt ihr eben Pech gehabt. Alle anderen trainieren jetzt bitte wie geplant weiter. Aber Trainerin... Danke, Trainerin. Scott wird das sicher zu schätzen wissen. Also los. Wir sollten hier nicht einfach streitend herumstehen. Das ist doch nicht gut für den Teamgeist. Ich muss zugeben, dass ich neugierig darauf bin zu sehen, was dieser Scott Bayern alles kann. Irgendwie hast du gerade eine männliche Stimme bekommen, kann man sein. Genial, auf geht's. Suchen wir diesen geheimnisvollen Typen. Zuerst müssen wir Informationen sammeln. Reden wir mit ein paar Leuten in der Stadt, vielleicht finden wir ein paar Hinweise. Suche den verdächtigen Typen in der Stadt. Innenstadt, da wollen wir hin. Moment mal, Xavier, bist du das? Oh, hallo Mark. Kennst du den, Mark? Natürlich, wir sind Freunde. Mit dir habe ich hier in Kyoto nicht gerechnet. Was treibt dich hierher? Ich bin hier auf der Suche nach etwas. Auf der Suche? Ja, ich habe gehört, dass es sei hier in Kyoto aufgetaucht. Aber ich glaube, mit euch zusammen habe ich mehr Spaß. Ich habe gehört, dass ihr nach diesen geheimnisvollen Typen sucht. Darf ich mich euch anschließen? Aber klar doch, du kannst uns ja helfen, ihn zu finden. Xavier, ich dachte, er wäre das. Wie konnte er nur wissen, dass wir nach den geheimnisvollen Typen suchen? Ja, der Einzige, der sich das fragt. Gut. Da die letzte Aufnahme ein bisschen länger war, wird das ein bisschen kürzer ausfallen, aber es ist nicht so viel. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal diesen verdächtigen Typen finden. Denn das war's mit Inazuma Eleven 2 Eissturm. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mir eine positive Bewertung dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Also, bis dahin.